送3。Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Hermannen Tasten, zu einem neuen Projekt, und zwar One Piece Pirate Warriors 3. Ja, wir haben jetzt schon mal eine kleine Einführung gehabt in das Ganze, denn wir werden, beziehungsweise es hat alles zurückgeblättert, denn wir werden alles von Anfang an spielen. Wir tauchen ein in die Welt von One Piece, worauf ich mich tierisch freue. Es war, ja, ich möchte mich nicht festlegen zwischen One Piece und Dragon Ball, aber ja, One Piece gehört mit zu meinen Lieblings-Anime-Serien. Umso mehr freue ich mich jetzt, in die Rollen von Ruffy, von Zoro, von Nami und den all den anderen zu schlüpfen. Ich habe es jetzt erstmal als ein kleines Let's Test angedacht. Morgen wird ein weiteres Let's Test starten. Also ich habe jetzt 2 gerade. Und einfach mal gucken, wie die laufen. Und da könnt ihr auch gerne eure Meinung sagen. Und wir vielleicht aus einem Let's Test ein ganzes Let's Play machen. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin's, euer Oki. Und wir werden jetzt einfach mal die Touchpad-Taste drücken. So. Was haben wir denn jetzt hier alles? Wir haben einmal den Legenden-Log, das ist die Spielstory. Freies Log haben wir noch gar nicht. Traum-Log, Abenteuer in unbekannten Gewässern. Optionen hatte ich eigentlich gerade eben schon so das Wichtigste angestellt von vornherein. Also in dem Spiel selber war ich noch nicht drin gewesen, aber ich wurde gerade schon ein bisschen gefragt, ob ich es auf einfach spielen möchte. Habe ich gesagt, nö, wir wollen ja nicht durchflutschen. Hier haben wir jetzt auf normal eingestellt. Gesundheitsleiste wird angezeigt und der Titel, jupp. Ich überfliege das Ganze jetzt mal kurz. Ja, schaut gut aus. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dies sind Ruffys Abenteuer. Wird uns gerade von Corby erzählt. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Auf ins Abenteuer. Katzte, Goldroger. 彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース、その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hatte, war Gold Roger, der König der Piraten. Ach ja, wer kennt die Worte nicht auswendig?俺たちを超えるのか。じゃあ、この帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。砲を張れ。出発だ。 そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。Ne, dann wollen wir immer dabei helfen. Ich suche mit. Was steht denn hier alles? Was ist hier los? Ich werde bald der Piratenkönig sein. Natürlich werden wir das. Prolog. Episode 1. Das Abenteuer beginnt mit dem guten Strohhut auf dem Kopf. Monkey D. Luffy war, 幼い頃に出会った偉大な海賊、赤髪のシャンクスとの約束を果たすため、そしていつか海賊王になる夢を果たすために故郷の村を旅立った。Ja, dann wollen wir jetzt mal starten. Ach, doch noch nicht. 遭難してしまう。なすすべなく漂流していたルフィを助けたのは、とある女海賊の船で雑用係をさせられていたコビーという少年だった。Und wir wissen natürlich, unter welcher Pirate. 海兵志望のコビーは、
海賊王になるというルフィの覚悟に触発されて女海賊に抵抗。その勇気を気に入ったルフィは女海賊を倒してコビーと共に海へ出る。やがて2人が到着したのは海軍大佐のモーガンが支配する町シェルズタウン。そこには海賊狩りの異名を持つ剣士ロロノア・ゾロが囚われていた。強い仲間が欲しいと考えていたルフィはコビーが止めるのも聞かずにゾロが囚われている海軍の敷地へと入っていくのだった。 So, jetzt haben wir's aber. 俺は今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。で、まさか縄をほどいてやるから力を貸せだの言い出すんじゃねえだろうな。別にまだ誘うつもりはねえよ。お前悪いやつだって評判だからな。お前に逃がしてもらわなくても俺は自力で生き延びる。1ヶ月ここに生きたまま突っ立ってりゃ解放されることになってんだ。何が何でも生き延びて俺は俺のやりたいことを成し遂げる。Also ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich euch das jetzt nicht vorlese. Wir haben ja die Synchronstimmen dazu und ihr könnt es ja selber lesen, ne? ロロノア・ゾロの公開処刑は密告に決まったらしい。ひどい話だが大佐に逆らえばこっちが死刑だからな。一ヶ月こらえれば解放する約束じゃ。決めたぞコビ、俺はゾロを仲間に引き込む。ただじゃすみませんよ。例の大佐が怒って。そん時はそん時だ。So, können wir jetzt auch mal hier starten? Okay. Hier haben wir die Karte. Wir müssen zu Zoro, wir müssen ihn befreien. Wir müssen uns von Gebiet zu Gebiet durchkämpfen. Nimm Zoro und deine Crew auf. Ja, nichts lieber als das. Bedingungen: Sieg. Zoro-Rettung ist gescheitert. Bedingungen: Niederlage. Verständlich. Mission Nummer 1: Besiege Marinesoldaten und suche Zoro auf. Okay, also einfach geradeaus. So. Ich muss dazu sagen, dass ich die Vorgänger nicht gespielt habe. Von daher muss ich mich ja auch erstmal ein bisschen reinfitzen. So, hier können wir die Übersicht haben. Hier haben wir Ruffy, das sind wir aktuell, das ist da unten. Und Zoro ist da noch gefangen genommen. Hier haben wir die ganzen Marinekommandanten. Eine Torwache haben wir auch noch. Na, das kriegt man hin. Legende ansehen. Okay. Schließe das Abenteuer beginnt ab. Das machen wir dann. Sieh nach, wie du Ereignisse freischaltest. Besiege alle Marinekommandanten, bevor sie erreichen. Zerstöre alle. Okay, das muss man alles noch herausfinden. Und jo. Ah, okay. Ich gucke mir jetzt mal kurz die Steuerung an, weil ich bin mir nicht sicher, ob uns das gleich erklärt wird. Ach, wir greifen einfach an. Viereck, Dreieck, damit kriegen wir unsere Attacken. Kreises Spezialangriffsleiste Nummer 1. Gum-Gum-Pistole mit R1. Kitsuna Rush mit R2. Ausweichen. X, okay, mit X machen wir eigentlich alles andere. Okay, das kriegen wir hin. Fähigkeiten. Brust ansehen? Können wir noch gar nicht. Das können wir nicht. Warum nicht? Ach, einfach jetzt rein in den Kampf. Feinde mit Seilen werfen ihre Seile, um Angreifer zu fesseln. Falls du gefesselt wirst, befreie dich durch sofortiges Drücken von X. Mach mal. Das sind dann mal wir. Okay. Wir fangen einfach mal an. Wir haben genug Gegner vor uns. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Allerdings steht das netterweise, dass wir ein bisschen was kombinieren sollen. Oh, das sieht natürlich, das ist geil, das ist Spaß. Vor allem mir gefällt die Masse an Gegnern hier einfach mal. Hier hast du nicht nur einfach so irgendwie 4, 5 Hansel. Oh, Levelaufstieg, das ist natürlich schön. Ich bin da schon auf dem Weg zu Zoro.
Nee, hier hast du nicht nur einfach 4-5 Hanzen, die du einfach mal besiegen musst. Nein, hier hast du eine ganze Masse an Gegnern vor dir. So, warte mal, wir haben doch nur noch ein paar. Ja, ja, mach dich auf dem Weg zu Zora. Haben wir irgendwo eine Zeit vorgegeben? Nö, okay. Dann brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Aha, das ist, hier haben wir R1, sehr schön. Und eine Pistole. Und da war es die Peitsche. Nee, das war die Pistole, ne? Da links oben können wir immer sehen, was wir eingesetzt haben. Stand jedenfalls bis gerade eben noch sogar. Ja, Gum-Gum-Kanone, genau, sehr schön. Schon das ganze Repertoire. Ja, wir sind in Ordnung, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. So, aber warte mal, kommen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier? Ja, wir begeben uns gleich zum Ziel. Ich wollte jetzt hier nur mal kurz reingucken, was wir hier so finden. Och ja, das sag mal jetzt nicht. Nein, da wird sich dann Nami freuen, sobald sie zu uns stößt. Okay, hier haben wir noch weitere Gegner. Die kriegen jetzt auch ihr Fett weg. Kommst nicht an uns vorbei, na, das wollen wir mal sehen. Ah, jetzt konnte ich mit L2 konnte ich mich jetzt komplett auf ihn fixieren, das ist schon mal gut. Okay, das ist gut zu wissen. Bei der Masse an Gegnern ist es gar nicht mal so schlecht, dass man sich auf den Hauptgegner, sag ich mal, fixieren kann. Aber den so viel hält der nicht aus. Damit haben wir das Tor schon mal geöffnet. Zum Richtplatz. Oh, da hinten sind wir auch schon, Zorro. Warte mal. Wir kommen gleich zu dir. Ich möchte hier nur bitte alle besiegen. Gib mir die Zeit. So, wir hatten noch mit R2, hat man auch was. Kann ich aber gerade nicht einsetzen. So. Okay. Haben wir alles? Ja, schön. Was leuchtet hier noch? Ah, okay. Hallo, Zorro.来たのか。海賊の勧誘なら断ったはずだぜ。ほら、ルフィ。縄を解いてやるから、仲間になってくれ。話聞いてんのかてね。俺には Er weiß einfach, was er will. So, wo können wir das Schwert finden? Plündere die Marinebasis. Jo, mach mal. Besiege Marinekommandanten und erhalte Informationen. Okay. Wir sehen es auf der Karte, wo diese Marinekommandanten sind. Ich nehme mal diese zwei da unten. Aber sollten wir uns nicht lieber... Oh, da steht keiner. Verdammt. Die standen alle hinter uns. Na, jetzt haben wir es wenigstens schon mal an einem getestet und wissen, es funktioniert. Das ist ja nicht schlecht, ne? Hört auf uns zu schießen. Hat doch eh keinen Sinn. Ah, ja, eins kann ich auch noch gedrückt halten, dann ist es sogar noch stärker. Jetzt kommen wir in die Masse rein. Die Peitsche rausholen. Vielleicht haben wir es auch wieder aufgeladen. Können wir uns so ein bisschen strategisch besser hinstellen, damit wir mehr Leute erwischen. Ne, wir können immer noch nicht Kreise einsetzen. Die Spezialattacke. Jetzt haben wir es, okay. Aber für die lohnt sich jetzt schon gar nicht mehr. Müssen wir denn im nächsten Areal dann gucken? Da hinten haben wir doch noch eine Kiste. Hör auf! Vor allem, der trisst uns nicht mal. Wir stehen neben dir und der trisst nicht. Ist auch ein bisschen peinlich, finde ich. Kiste? Jo, sag mal nicht nein, ne? So. Jetzt müssen wir hier links lang. Hallo, darf ich durch? Ich darf hier nicht durch. Geht's da lang? Nö. Okay. Dann waren wir wohl doch schon auf dem richtigen Weg. Ich bin froh, dass es hier keine Zeitangabe gibt. Wir haben es gleich, Zorro. Bleib mal kurz noch hier. Nicht weglaufen. So. Ah, jetzt hier rechts können wir lang. Hallo.
die da am Schilder. Hallo, komm. Die mit ihrem Schilder, zack, weg damit. Braucht man nicht. Aber schon wieder so ein Kommandanten. Wer ist da im Rückzug? Nix mit Rückzug. Was hat der da jetzt eingesetzt? 500 K.O. ist sehr schön. Ja, der Gum-Gum-Regen. So, wo sind wir jetzt denn dahin? So. Mit dem Gum-Gum-Gewehr. Gibt uns doch jetzt mal die Informationen. So, wo befindet sich das Arsenal? Die Torwache ist aufgetaucht, okay. Toten weg. Siege die Torwache, na dann hinter. Hallo Freunde. So, okay, die Gum-Gum-Kanone holen wir raus, indem wir die ganze Zeit nur Viereck drücken. Wir sollten ja auch hier mal ein bisschen mit System vorgehen. Wenn wir jetzt die... Interessant. Wenn wir jetzt die ganze Zeit nur Dreieck drücken, holen wir die Gum-Gum-Peitsche raus. Viereck, Dreieck. Ah, sehr geil. Die Gum-Gum-Axt, die ist geil. Ah, hier haben wir das Arsenal. Das was zu essen. Gesundheit, sehr gut. Das ist wichtig. Ach, die sind schon alle. Hallo? Sind wir da? Die da hinten sind noch da? Komm, einfach mal zuschauen. Zack. So, ich krieg mal jetzt auch noch mit einer aufgeladenen Gum-Gum-Pistole. Ach, verdammt, zu weit weg. Na ja. Dreieck, Viereck. Dreieck, Viereck. Ah, okay, Wurfangriff. Interessant, wir müssen das ja erstmal jetzt alles hier so rausbekommen, ne? Und der ist auch weg. Gut, da können wir ja das Arsenal betreten. Das Arsenal betreten. In Schatztruhen, die sich überall auf den Kampfschauplätzen befinden, gibt es verschiedene Gegenstände. Greift die Schatztruhen an, um die Gegenstände zu erhalten. Es gibt verschiedene Gegenstände, die zum Beispiel deine Gesundheit oder die Spezialangriffsleiste auffüllen. Benutze die Gegenstände aus Schatztruhen, wenn du in der Klemme steckst. Okay. Wow, hier sind eine Menge Schatztruhen. Machen wir die mal alle auf hier. Wir werden reich. Was haben wir hier? Ah, unsere Verteidigung ist um 30 Sekunden erhöht. Das bringt uns hier jetzt aber gerade nichts. Da haben wir seine Schwerter, das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir jetzt hier noch? Gesundheit. Mission erfolgreich. Können wir jetzt hier durch? Nee, ich will hier raus. Ja. Oh, jetzt sind die da erschienen, also müssen wir jetzt... Ah, da... Das Tor nicht. Okay. Hallo, Freunde! So, jetzt hat Zoro auch mal gecheckt, dass er gerade verarscht wird. Oh, während einer Schlacht können Missionen mit einem Zeitlimit auftauchen. Das sind ja meine Liebsten. Wenn du das Zeitlimit überschreitest, heißt das auf Game Over. Okay, ich beeile mich. Oh, wir bringen. Aua. Wie kommt denn das her? Wer ist aufgetaucht? Irgendjemand ist aufgetaucht. Oh, geht mir aus dem Weg. Dafür habe ich echt keine Zeit. Jo, 53. Ah, morgen ist aufgetaucht. Oh, Jemine. Ah, Nami. Hi. Erfüllst du im Kampf bestimmte Bedingungen, kannst du Schatzereignisse auslösen. Achte dafür auf die Omen-Symbole über manchen Gegnern und Territorien. Oh Gott, das werden hier nicht weniger. Wollen wir mal... Komm, wir gehen mal zu diesem Omen-Symbol. Mal gucken, was uns das bringt. Danach müssen wir aber dann auch bald zu Zorro. Hallo? Werden wir den jetzt hier mal besiegen? Den haben wir auch gleich.
Schatzereignis. Ja, wir werden uns definitiv wiedersehen. Ach, ist das schön. Und weiter geht der Kampf. Da haben wir schon mal Nami ein bisschen kennengelernt. Zack. Wir müssen jetzt erstmal noch diesen Massen besiegen. Wir müssen jetzt fix zu Zoro. Das nützt jetzt nicht. Wir müssen doch die Schwerter jetzt zu Zoro bringen. Wo komme ich jetzt nur hier? Hier kann ich lang. Okay, gut. Zoro kann uns dann bestimmt auch helfen, die restlichen zu besiegen. Das würde ich allerdings dann in der nächsten Folge machen. Jetzt haben wir kurz Ruhe. Wir sind jetzt nämlich schon sehr vorangeschritten in dieser Folge. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei seid auf diesem Abenteuer hier bei One Piece. Und ja, ich sollte jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Da kommen schon wieder die nächsten Gegner. In der nächsten Folge geben wir Zoro seine Schwerter, damit wir dann einen zweiten Kämpfer haben. Bis dahin!